Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Diskursformates der Bürgerbühne im Kleistforum Vordenken, Nachdenken, diesmal im Januar 2022, erstmal wieder online. Wir diskutieren in der Spielzeit 2021-22 unter dem Motto Osttransformation über die Erfahrungen, die die Menschen in Ostdeutschland im Prozess der Wende und Wiedervereinigung gemacht haben und überlegen, welches Wissen daraus geronnen ist und wie dieses Wissen für die Transformationsprozesse, die in der Gegenwart in Europa und in der Bundesrepublik Deutschland gegebenenfalls bevorstehen, nutzbar gemacht werden kann. Wir freuen uns sehr, zur heutigen Ausgabe Sandra Mollner zu begrüßen. Sandra, auf dich bin ich gestoßen in der Zusammenarbeit in einem Projekt für die Bürgerbühne. Du bist in Nordhausen geboren, hast deine Kindheit in der DDR verbracht, bist eingeschult worden, auch zu DDR-Zeiten, hast dann deinen Schulabschluss aber in der Bundesrepublik Deutschland, in dem wiedervereinigten Deutschland gemacht, hast relativ viel in den 90er Jahren erlebt. Das war deine Jugendzeit und darüber wollen wir heute auch sprechen. Und hast dann 2011 das Studium der sozialen Arbeit angefangen, arbeitest heute als Sozialarbeiterin in Berlin. Und mit dir wollen wir diskutieren unter dem Titel Lost Generation. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank. Ja, danke Hannes nochmal an dieser Stelle für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und fühle mich auch ein bisschen geehrt, dass du quasi an meiner Geschichte interessiert bist und ich hoffe, dass ich einige interessante Sachen zu sagen habe. Ja, das ist heute wirklich ein Gespräch, eine Perspektive eigentlich in ein Leben oder vielleicht, wie wir es später auch hören werden, verschiedene Leben hinein. Und vielleicht, es gibt so eine ganz witzige Story. Wir haben damals für ein Projekt recherchiert und wir haben zufällig über das Festival, was damals stattfand, das Sommerfestival Ostidentitäten, gesprochen. Und du hast gesagt, du hast einen Lieblingsroman, der sich nennt Als wir träumten von Clemens Meyer. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten und das ist eigentlich auch deine Geschichte, Als wir träumten. Dazu kommen wir später. Ich würde dich vielleicht erst mal zum Einstieg fragen. Du bist in der DDR groß geworden. Du warst eigentlich ein Kleinkind. Ein Kind. Wie hast du diese DDR erlebt? Ich war zur Wende tatsächlich 11 Jahre alt. Das heißt, 11 Jahre meines Lebens habe ich als Kind in der DDR zugebracht. Und wie ich das erlebt habe, war so sehr zwiegespalten. Also dadurch, dass ich, glaube ich, noch so eine kindliche Sicht darauf hatte, ergeben sich auf jeden Fall andere Blickwinkel, als vielleicht irgendwie die Erwachsenen hatten. Und das, was sozusagen für mich kennzeichnend war prägend in meiner Kindheit, war im Prinzip, dass der Staat auch so ein bisschen die Fürsorge übernommen hat. Also ich kann mich schon daran erinnern, meine Eltern sind beide Arbeiter, Klasse, so wie es halt irgendwie für den Arbeiter- und Bauernstaat auch üblich war. Und das heißt, wir waren einfach viel in Einrichtungen. Also ich bin, glaube ich, mit 8 Wochen in die Krippe gekommen. Da wurde ich betreut von 8 bis, würde ich sagen, 18 Uhr. Weiß ich nicht ganz genau, ob es da irgendwie nach oben hin nochmal andere Zeiten gab. Und die Erinnerung an diese Institutionen, an diese Krippe und Kindergärten sind bei mir gar nicht so positiv behaftet. Ich weiß, dass ich das sehr grausam auch empfunden habe. Also da gibt es so 2, 3 Sachen. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass jedes Kind hatte so Bilder, wo man quasi erkennen konnte, da ist mein Platz, da kann ich meine Jacke hinhängen. An den Garderoben. An den Garderoben so. Und überall, ne, hattest du quasi so ein Symbol. Und das war ja schon sehr geschlechtsspezifisch. Die Jungs hatten, glaube ich, einen Trecker und ein Auto und die Mädchen hatten irgendwie Kirschen und Blumen und Sonne. Und ich hatte halt das Schwein. Und ich glaube... Ja, man lacht jetzt so ein bisschen. Ja, also ich weiß gar nicht, ich kann mich, glaube ich, gar nicht mehr erinnern, ich kann mich daran erinnern, dass ich weiß, dass es mich irritiert hat, weil quasi alle anderen Mädchen so diese positiven, mädchenbezogenen Symbole hatten und ich hatte halt das Schwein. Ich habe kein Problem mit dem Schwein, aber es war einfach so ein Unterschied, weißt du?
Ich glaube aber im Nachhinein, dass mich dieses Schwein auch einfach geprägt hat. Ja, aber wahrscheinlich hat man da auch, du bist Sozialarbeiterin, man hat ja nicht so einen reflexiven Umgang in dieser Zeit wahrscheinlich damit gefunden. Nee. Also ich glaube, dass einfach so bestimmte Situationen oder Lebensumstände, die in meinem Leben passiert sind, mich natürlich zu dem gemacht haben, was ich bin. Und das war so die erste, glaube ich, für mich wahrnehmbare Erinnerung an so eine Art Außenseiterin. Ich glaube, dass es mich einfach in diese Außenseiterrolle sehr gedrängt hat. Und das war, glaube ich, für mich jetzt erstmal immer so ambivalent. Also natürlich hat es mich belastet als Kind. Wenn ich da jetzt drauf gucke, denke ich, wie cool eigentlich, dass ich das Schwein hatte und nicht diese blöde Kirsche. Und dass ich nicht diese zwei Zöpfe hatte, die geflochten waren, sondern diese kurzen Haare mit diesen abgewetzten Jeans. Und einfach alle irgendwie immer fanden, du siehst aus wie ein Junge, weil ich einfach erstmal optisch nicht in dieses Bild gepasst habe. Und ich glaube, da reihen sich einfach so ganz viele Situationen seit so kleinen Kindalter irgendwie so ein und die haben sich dann, glaube ich, zu dem summiert, zu diesem Bild und zu dieser Frau, die es jetzt hier hat, irgendwie gibt, 43 Jahre alt und genau, das war sozusagen das, was mich so erstmal so als Einstieg sozusagen in dieses DDR-System oder wie ich das wahrgenommen habe, so begleitet hat. Und das Nächste, was sozusagen passiert ist, ist, man ist dann in den Kindergarten natürlich gekommen mit 3 und irgendwie ist in die ältere Gruppe gekommen. Und da gab es dann auch wieder so prägende Situationen. Und zwar, ich glaube, das kennen total viele, die irgendwie im Osten in den Kindergarten gegangen sind. Es gab dann so wie so Regale und in diesen Regalen waren so Liegen für den Mittagsschlaf. Und es war so, man holte die dann irgendwie raus und dann wurden die so in diesem Raum, in diesem Gruppenraum aufgereiht. Und die ganz beliebten Kinder oder die sich einfach auch so nett benommen hatten, die durften dann immer als Belohnung in diesem Schrank schlafen. Also die Liegen blieben dann quasi da drin, es war wie so ein Regalbrett und die durften dann da schlafen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mal geschlafen habe. Also ich musste immer in diesem Gruppenraum schlafen und ich mochte Mittagsschlaf auch überhaupt nicht gerne. Und habe mich ganz lange gequält. Man musste aber immer so mucksmäuschenstill sein und da so liegen. Und ich weiß, dass ich dann irgendwann am Ende dieser Mittagsschlafzeit so eingeschlafen bin und dann so ganz rabiat geweckt wurde. Und zwar so, dass quasi die Erzieherin mit so ganz vielen Kindern so um mich drumherum stand, die dann auch immer so gelacht haben, weil die natürlich einfach so eine schlafende Person fanden die dann irgendwie witzig wahrscheinlich, wie man so reagiert hat. Und ich glaube, das hat mich auch nachhaltig beeinflusst, weil das quasi unter den Leuten, die mich jetzt kennen, unter den Menschen, die mir nahestehen, so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man mich auf gar keinen Fall irgendwie wecken darf. Was ich jetzt so ein bisschen raushöre, wir haben ja sehr viele Menschen schon, also in dieser Diskursreihe Ostidentitäten und Osttransformation, wo wir jetzt stehen, auf dem Podium gehabt, die also aus verschiedensten Perspektiven auf ihr Leben in der DDR geblickt haben, manchmal sehr positiv besetzt, manchmal mit einem sehr theoretischen, analytischen Blick und manchmal auch vielleicht eher negativ besetzt. Das höre ich bei dir auch immer so ein bisschen raus, als wenn sich sozusagen dieses ja doch auch System, was durchaus repressiv war, also in diese kleinen Alltagsgeschichten hinein übersetzt vom Schwein oder von den zugewiesenen Liegeplätzen. Ja, ich würde sagen, ja, ich habe jetzt natürlich mit den bisschen negativen Geschichten angefangen und die ziehen sich natürlich, also die habe ich deshalb auch so gewählt, weil wir ja auch am Ende irgendwie so diesen Bogen zu so sozialer Arbeit und Pädagogik irgendwie ziehen wollen und das so nochmal so Revue passieren lassen wollen. Und ich glaube, dass das schon auch viel damit zu tun hat, was ich heute mache und irgendwie welchen Blick ich darauf habe und auch welche Haltung ich dazu habe. Und insofern ist das sozusagen eher so gerade der Einstieg als roter Faden in diese quasi Biografie auf so einer nochmal fachlichen Ebene. Ja,
Ja, das ist schon wirklich wichtig, da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, dass wir wirklich auch nochmal so am Ende dieses Gesprächs auf deine jetzige Arbeit als Sozialpädagogin eben in einem seit 20 Jahren wiedervereinigten Deutschland gucken wollen. Vielleicht die zweite biografische Frage, weil die ist, glaube ich, als Einführung, als Erzählfaden auch sehr, sehr wichtig. Wie haben denn deine Eltern in der DDR gelebt? Wie hast du dieses Leben wahrgenommen, die natürlich viel älter waren als du, die dieses System auch schon viel länger kannten? Also da muss ich so ein bisschen ausholen, weil, also ich hatte es ja schon gesagt, meine Eltern beide sind quasi, also mein Vater ist Kfz-Meister, meine Mutter hat, und das war sozusagen im Osten möglich, glaube ich, ist irgendwie in der 9. Klasse abgegangen und dann konntest du dich dann immer über diese betriebliche Ausbildung als Facharbeiterin oder Facharbeiter qualifizieren. Und die hatte damals angefangen bei VEB Nobas. Das ist in Nordhausen ein relativ großer Betrieb gewesen. Die haben Bagger und Baumaschinen hergestellt, auch immer noch, und sind, glaube ich, auch auf dem europäischen Markt relativ erfolgreich. Und die hat so einen Beruf gelernt, der gar nicht mehr, ich glaube, das heißt jetzt Rotationsmechanikerin oder so. Also die ist gelernte Dreherin und hat quasi da in so eine wirklich auch Männerdomäne, auf dem Gabelstapler ist die da durch diese ganzen Fabrikhallen irgendwie gerast. Also das, was die früher erzählt hat davon, fand ich immer so beeindruckend. Also, ne, das, und das ist sozusagen auch nochmal so ein bisschen dieser positive Aspekt. Ich glaube, dass es schon eine andere Form von Kollektivität gab. Und auch, ich würde auch sagen, eine, die nicht vom Staat vorgegeben war, sondern, also, ne, klar, es wurden Patenbrigaden irgendwie organisiert, das war so der Standard, irgendwie, man ist in der Schule damit irgendwie konfrontiert gewesen. Aber ich glaube, so dieser Zusammenhalt der Leute war schon einfach zu DDR-Zeiten auch nochmal ein anderer. Und da habe ich mich lustigerweise vor ein paar Tagen auch mit Freundinnen drüber unterhalten, dass wir uns auch überlegt haben, wie war das irgendwie oder was war sozusagen so überhaupt dieser Alltag? Und da komme ich jetzt auf deine Frage nochmal zurück. Es war einfach so, dass es total üblich war. Wir haben dann in so Neubaugebieten gewohnt und es gab irgendwie so eine Hausgemeinschaft. Und wenn meine Eltern tanzen gegangen sind abends, dann hat einfach die Nachbarin aufgepasst. Und es war irgendwie total normal. Oder dass wenn wir draußen gespielt haben, haben wir einfach da in diesem Innenhof gespielt, so richtig, ich weiß gar nicht, im Westen war das dann, glaube ich, diese Miracoli-Werbung. So war das aber bei uns auch. Also nur, dass da halt nicht Spaghetti mit Tomatensauce, sondern wahrscheinlich Spaghetti mit Wurstgulasch oder so. Oder Spirelli. Genau, und das war einfach so, also es gab schon irgendwie so eine Kollektivität und auch irgendwie eine Solidarität untereinander, so ein Miteinander und aber auch so ein großes Vertrauen. Ja, und da würde ich sagen, das ist schon auch was, mit, also, so, mit dem ich so aufgewachsen bin und was ich auch mitgenommen habe. Ja, vielleicht, du hast so ein paar Bilder auch mitgebracht, vielleicht magst du, solange ich so eine Beobachtung, die ich jetzt so wahrnehme, nochmal zusammenfasse, uns auch mal eins zeigen, wie du als Kind aussahst. Aber was ich jetzt so ganz spannend finde, ist, also es gibt ja anscheinend, wenn wir aus dem Blickwinkel von deiner Elterngeneration auf dieses, auf die DDR, auf diese sozialistische Idee, dieses System blicken, und aus deiner Perspektive erleben wir ja so oder begegnen mir eigentlich zwei Perspektiven. Einmal vielleicht so Perspektive von Menschen, die dort groß geworden sind, die auch einen bestimmten Kollektivgeist und vielleicht auch Vorzüge, die es so in der staatlichen Vorsorge gab, wo man also die zweite Lohntüte, aber es ist Lohn, der nicht ausgezahlt wurde, der aber im Staatszirkus oder in große Theaterlandschaften, in die umfangreiche Kita-Landschaft, Schullandschaft, Bildungslandschaft ging, also das so genossen und vielleicht auch gesehen hat, und deine Perspektive, die einfach sozusagen schon ja vielleicht in diese Aufbruchsstimmung so steckt, die Dinge anders hin zu hinterfragen, die letztlich vielleicht ja auch zur Wende geführt haben. Ja, genau. Ne? Ich würde sagen, das ist ja auch so ein bisschen dieses, willst du erst das Foto sehen? Ja, ja. Das Foto unseren ZuschauerInnen einmal unter die, genau. Ja.
Also hier siehst du mich, ich glaube, ich bin 1,5 Jahre alt und ich finde das ganz schön, weil ich, soll ich es mal so halten? Ich finde das ganz schön, weil es gibt diese Seite und ich, also es passt irgendwie so gut und es gibt auch irgendwie diese Seite. Wo die ängstliche Sandra drunter steht, ja. Ist schon irgendwie auch ein bisschen verrückt, ne? Ja. Ja. Genau. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ja, genau, also ich bin ja im Prinzip groß geworden, schon auch in dieser Endphase der DDR, wo natürlich einfach viele Sachen nicht mehr funktioniert haben. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater hatte natürlich einfach die goldene Währung, der war Kfz-Meister, der hat einfach schon immer unter der Hand einfach alle Autos repariert und somit hatten wir natürlich auch immer einfach zusätzlich Geld und auch Baumaterial. Also wir sind 88 nochmal in ein Haus gezogen, das war so ein ganz altes Fachwerkhaus, das musste saniert werden und das wäre überhaupt nicht gegangen, irgendwie 88 hast du einfach nichts mehr gekriegt, das war, ne, also wenn du da nicht irgendwie Kontakte oder so hattest, das hätte wahrscheinlich 20 Jahre gedauert, bis das fertig geworden wäre und man muss dazu sagen, ich habe so viele Stränge im Kopf, weil das so komplex ist auch. Ja, erzähl ruhig einfach. Also. Genau. Ich versuche sonst so ein bisschen auch zu sortieren. Genau. Also, naja, ich muss sozusagen noch mal so ein bisschen mehr ausholen. Mein Vater ist im Prinzip aus Ungarn in die DDR gekommen. Relativ früh, mit 18 Jahren. Und der hat quasi dann hier in der DDR gelebt und hatte aber bis, oh, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, dass er die Staatsbürgerschaft erst nach der Wende bekommen hat. Und das war eben auch Teil meiner Sozialisation, dass der einfach nicht aus der DDR kam und im Prinzip aber sozusagen so ein unauffälliger, das war ja kein Gastarbeiter, ja, der hat quasi eine Ausbildung gemacht, der hat dann hier eine Frau kennengelernt, das war nicht meine Mutter, hat hier geheiratet, aber ich kann mich erinnern und vielleicht ist das auch der Bezug zu Berlin, dass ich das auch quasi als Kind schon immer als irgendwie Verbindung irgendwie hatte. Wir mussten hier halt immer zur ungarischen Botschaft fahren und der musste quasi immer seine aufenthaltsrechtlichen Sachen irgendwie klären und das war wirklich irgendwie auch aufregend. Ja? Wir sind dann irgendwie hier hingefahren und diese große Stadt und auf dem Alex und das war so sehr beeindruckend und letztendlich war das auch was, also wo ich sagen würde, uns ging es im Osten einfach relativ gut, weil Ungarn natürlich einfach auch nochmal in diesen ganzen Sozialstaaten eine ganz andere Position hatte und viel, viel offener dem Westen gegenüber war und für uns das immer quasi, meine Tante hatte zwischendurch dann irgendwie eine Wohnung in Budapest und das war für uns halt irgendwie der Westen des Ostens. Weißt du, wir haben an diesen Schaufenstern geklebt mit den Barbies und den irgendwie McDonalds und was, da gab es ja einfach alles. Und es war wirklich so, wir haben als Kinder solche großen Augen gekriegt. Natürlich unerreichbar, weil wir das nie bezahlen konnten. Aber wir haben immer so ein bisschen quasi da so von profitiert. Ja, wir haben immer schon was anderes gesehen. Und deswegen glaube ich, dass das auch für meine Eltern ganz oft so ein Zwiespalt war. Ich kann mich erinnern, dass es auch zwischendurch darum ging, mal nach Ungarn zu ziehen. Und ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater, ich glaube, das habe ich leider nicht als Foto, ich müsste mal blättern, ich glaube nein, der hatte sich dann als Kfz-Meister so ein Strich-8er, so ein Mercedes-Benz-Strich-8er irgendwie Internet, wollte ich schon sagen, siehst du mal. In Ungarn und überall hatte der sich so Autoteile organisiert und hatte sich diesen Mercedes aufgebaut. Und dann war der fertig und dann kam natürlich der Staatsschutz und war so, das ist hier einfach auch eine Staatslimousine, Sie müssen dieses Auto halt wieder loswerden. Und Sie können das verkaufen oder irgendwie der DDR hat irgendwie abgeben und dann hat mein Vater natürlich gesagt, also das verkaufe ich natürlich dann in Ungarn, aber also solche
Sachen habe ich dann so aus dieser kindlichen Perspektive halt irgendwie dann auch so mitbekommen. Also meine Eltern waren nie politisch, aber an ganz vielen Stellen haben wir einfach andere Schnittmengen gehabt, vielleicht als irgendwie so diese 0815 DDR-Familie, weil wir eben auch so andere Einflüsse halt irgendwie mitbekommen haben. Genau, und dazu, bevor du jetzt quasi noch was sagst, dazu kommt, dass die Mutter meiner Mutter, das habe ich irgendwie noch nie aufgedeckt oder irgendwie rekonstruiert, die durfte auch schon zu DDR-Zeiten immer nach Westdeutschland fahren, ohne Visum. Und wir haben auch ganz oft irgendwie Besuch bekommen von Frankfurt am Main, und zwar, weil die in einem Kinderarbeitslager war in Polen. Und das heißt, die hatte uns dann auch, also wir waren total versorgt mit so Westgegenständen. Also ich bin eingeschult worden, da habe ich auch ein Foto, glaube ich. Ich bin eingeschult worden mit einem riesigen Donald Duck auf der Zuckertüte. Es gibt leider nicht so richtig gute Fotos, aber ich kann es mal raussuchen. Ja, das ist ja aber wirklich nochmal ganz spannend. Du sagst, mit einem Donald Duck auf der Schultüte eingeschult. Also, oh ja, da sieht man es wirklich. Das ist aber für mich. Das müssen wir jetzt echt mal zeigen. Und das war halt so, also wie gesagt, meine Eltern waren überhaupt nicht politisch, aber meine Mutter fand es, glaube ich, auch schon immer ein bisschen gut, so zu provozieren. Es war natürlich total blöd, weil ich war die Leidtragende und diese Zuckertüten wurden verteilt nach Alphabet. Ja. Und jetzt ist es schon so, dass M jetzt auch nicht A ist und auch nicht irgendwie D, aber ich war die allerletzte, die aufgerufen wurde. Und zwar so, dass die Veranstaltung schon halb abgesagt wurde, weil das natürlich einfach eine super krasse Provokation war, dieses Kind mit diesem riesigen Donald Duck auf dieser Zuckertüte irgendwie einschulen zu lassen. Und ja. Ja gut, das ist ja schon etwas eine sehr politische Aussage dann von deinen Eltern gewesen. Nee, meine Mutter ist einfach vom Charakter her, die liebt es einfach aufzufallen und anzuecken und irgendwie so, weißt du, im Mittelpunkt zu stehen. Und ich würde das ganz klar verneinen, das war kein politischer Akt und keine politische Aussage, weil meine Eltern sind einfach null politisch. Aber das heißt, nochmal hier die Nachfrage, in deinem Leben, in deiner Kindheit war schon auch sozusagen einmal so ein Türspalt Richtung westliche Welt irgendwie offen. Also du hast zum Beispiel diese Konsumgüter, die viele sehr bewundert haben, hast du jetzt schon also auch gehabt einfach. Absolut. Ich hatte einen Scout-Schulranzen, mit dem ich eingeschult wurde. Wir haben Nutella gegessen, wir hatten Cornflakes, ich hatte das einfach alles. Und das ist ja das, was ich irgendwie auch meine. Also ne, uns ging es, glaube ich, im Osten schon recht gut. Also durch meinen Vater, der einfach irgendwie diese Familie in Ungarn hatte, zu der wir regelmäßig gefahren sind, durch meine Oma. Wir hatten sogar zwischendurch irgendwie ein Haus mit Swimmingpool und auch nicht, weil meine Eltern jetzt irgendwie, die waren auch nicht Stasi oder sowas, ne? Das war einfach so, das waren so fleißige Leute. Meine Mutter wollte immer Statussymbole haben, das ist der halt sehr wichtig im Leben, also zu DDR-Zeiten schon, wie auch jetzt nach der Wende. Und in dem, also das war so der Antrieb, der war das halt so ganz wichtig, was kann man so nach außen zeigen und so ein bisschen so angeben, ne, und auch immer so gucken, wir waren auch immer wie aus dem Ei gepellt, die hat dann immer so Klamotten organisiert und wir waren immer so ganz ordentlich angezogen und irgendwie sehr modern und so, das war dir einfach so wichtig, aber es war kein politischer Akt. Jetzt nochmal um diesen, du hast ja jetzt ausgeholt, um diese Herkunftsgeschichte nochmal zu versinnbildlichen. Aber wir waren stehen geblieben bei deinem Vati, der sozusagen also Kfz-Mechaniker war und das echte Gold sozusagen, also die Teile, die man auf dem Markt nicht richtig bekommen hat, dann in der Zeit, wo es Richtung Wende ging, eben hatte. Also was knüpft sich vielleicht da noch für eine Geschichte an? Du wolltest eigentlich, ich glaube, darauf hinaus, wie du dich so an diese Wende und Nachwende oder Wendezeit aus der Familienperspektive erinnerst. Ja, im Prinzip, für den hat sich so gar nicht viel verändert, weil diese Währung auch nach der Wende halt sehr lukrativ war. Das, was sich verändert hat, war, dass im Prinzip meine Mutter so ganz rausgefallen ist. Also das, was sozusagen ja schon sehr positiv war,
in diesem Ostsystem, ich würde jetzt auch nicht sagen, es war super feministisch oder so, sondern es war einfach, ne, ich hatte ja erzählt, meine Mutter hatte diesen Männerberuf, die war da in der Fabrik, die hat irgendwie ein Einkommen gehabt. Also die war ja relativ gleichberechtigt meinem Vater gegenüber. Ob das jetzt sozusagen in diesem ganzen Care-Arbeits-Ding gleichberechtigt war, also ich kann es nicht genau beurteilen. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen schwierig, weil der Staat ja diese Erziehungsfunktion übernommen hat und meine Eltern, also mein Vater war jetzt nicht so ein Patriarch oder so, der hat schon auch gekocht und irgendwie, der war schon auch sehr häuslich, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Letztendlich ist es so, dass nach der Wende meine Mutter ganz klassisch diese typische Situation hatte von, also diese VEB Novas, die wurden quasi vertreuhandet, also ne, das ist sozusagen, die haben ganz viele Leute entlassen, die hatten eine Abfindung gekriegt und damit ging es im Prinzip los. Also ABM-Maßnahme war das irgendwie Thema, dann war die natürlich überhaupt nicht qualifiziert, die hat dann einfach jeden Job angefangen, den sie kriegen konnte und das war sozusagen von, ich glaube, sie hat am Anfang in der Kantine gearbeitet dort, dann hat sie ganz viel irgendwie als Putzkraft gearbeitet, sie hat in der Fensterbaufirma gearbeitet, sie hat einfach auch viele Sachen irgendwie neben, also drei Jobs teilweise nebenbei gemacht, weil die hatten natürlich einfach dieses Haus dann auch gekauft und das musste ja auch finanziert werden, ne? Und das ist sozusagen, also ich habe da wenig Einblicke drin, wie da sozusagen die exakten finanziellen Gegebenheiten waren, aber auf jeden Fall gab es eine wahnsinnige finanzielle Belastung und das war auch das allererste, was ich quasi gespürt habe, was sich verändert hat. Meine Mutter hatte diesen Job nicht mehr, die fiel irgendwie aus. Der Druck kam dadurch auf meinen Vater, das war ja früher immer für uns Urlaubsgeld oder so, ne? Das war immer irgendwas Dazuverdientes oder irgendwie was fürs Haus. Und jetzt war das aber so, der musste quasi uns über Wasser halten und ne, dieses Haus irgendwie musste mitfinanziert werden und ich kann mich erinnern, dass ich dann immer von meiner Mutter so große braune Briefumschläge gekriegt habe und das mein Auftrag war, die zur Bank zu bringen. Da war dann Geld drin, ja, also um den Kredit abzuarbeiten. Oder dann saß die in der Küche und hatte dann einfach riesige Rechnungen und hat das irgendwie hin und her verwaltet. Und ich, wie gesagt, habe das sind so meine kindlichen irgendwie Blicke drauf. Ich habe mich da jetzt nie mit meinen Eltern irgendwie drüber unterhalten. Aber das war schon relativ schnell zu spüren, dass sich das so verändert hat. Und auch diese Sorge darüber. Na, das war jetzt irgendwie, meine Mutter hat da nie so ein Hehl draus gemacht. Wir sind als Kinder da, oder ich war jetzt in der Situation, in unserer Familienkonstellation die Älteste. Ich habe das schon viel auch mitgekriegt oder wurde da so involviert. Und das hat mich natürlich auch sehr belastet, ohne dass ich ein Verständnis dafür hatte eigentlich, was das heißt. Weil das gab es ja vorher nicht. Ja, also da sind wir jetzt mitten in dieser Wendezeit, wo ich jetzt eigentlich auch gerne hin würde mit dir. Da kann man also zusammenfassen, eigentlich, also da ist so, was so geborgen war für deine Eltern in dieser Zeit, wo es die DDR gab, da ist irgendwie Sicherheit verschwunden. Sondern es hat vielleicht verschiedene prekäre Situationen hervorgerufen, die du gerade beschrieben hast. Aber was auch spannend ist, du warst zur Wendezeit 89 11 Jahre alt. Genau. Hast also auch letztlich zwei Schulsysteme erlebt. Also einmal ein Schulsystem zu DDR-Zeiten, einmal ein System dann sozusagen im wiedervereinigten Deutschland. Jetzt will ich dich einfach zum Erzählen auffordern. Wie waren denn dann deine 90er Jahre, was ja wirklich dann das Jahrzehnt war, wo du sozusagen die Pubertät überstanden hast, wo du dann also ins Erwachsenenalter mit 21 dann eingetreten bist irgendwann? Erzähl doch ein bisschen einfach. Ja, vielleicht fange ich nochmal ganz von vorne an, weil es ist natürlich 1989 und wir haben uns jetzt hier in der Vorbereitung ja auch dieses prägnante Zeugnis angeguckt. Ja, also das Zeugnis, da war ich in der 6. Klasse, 89, 90, das kann ich auch gleich nochmal vorholen, aber ich will nochmal so ein Schrittchen davor gehen. Also dir ist aufgefallen, wie viel waren es? 43 Fehltage oder so, ne? 43 Fehltage, genau. Und ich vergesse das dann manchmal auch wieder, weil ich gib's das mal kurz her, ich dass wir noch unseren mal, Zuschauern damit die es auch glauben, können, dass ich dass diese glauben und dass, ja. dass wir uns auf einen gleichen Wissensstand bringen.
vielleicht auch ja ganz schön, was ich hier auch, also was da auch über mich geschrieben ist. Wie fleißig ich auch war, ne? Du kannst doch einfach mal ein bisschen erzählen und ich zeige das Zeugnis. Ja, es gibt gar nicht so viel zu diesem Zeugnis zu sehen, weil es ist so dieses typische DDR-Zeugnis und auffällig sind im Prinzip ja nur diese Fehlzeiten, beziehungsweise, und das hat sich aber im Vergleich zu den anderen Zeugnissen schon verbessert, das hier waren immer diese Kopfnoten, die es gab. Und hier siehst du, das ist quasi das andere, das Endjahreszeugnis. Da ist es dann eine 2 geworden, also als sozusagen schon ein bisschen Westen geworden ist. Und hier war es quasi noch, ich glaube, da standen früher mal 4 dreien. Es war natürlich für ein Mädchen richtig, also Schande, wirklich. Betragen, Ordnung, Fleiß, was ist noch, Mitarbeit oder so, ne? Richtig schlecht, war nicht so engagiert offensichtlich. Genau. Zurück zu diesen 43 Fehltagen. Und zwar sind die entstanden, weil ich habe eine angeborene Skoliose. Das ist quasi hier so eine Wirbelsäulenverkrümmung. Und ich weiß nicht, irgendwie war es so notwendig oder es kam auf, dass ich auf so eine Kur gehen sollte. Und auf dieser Kur war ich genau in diesem Jahr. Und ich habe es versucht, irgendwie zeitlich einzuordnen. Ich habe es versucht, mit meinem Vater nochmal zu rekonstruieren, wie oder welcher Zeitraum das war. Aber es muss im Prinzip einfach dieser Zeitraum zur Wende gewesen sein. Ich war nur so irritiert, weil letztendlich habe ich die Wende tatsächlich auf dieser Kur in Bad Gottleuba, ich weiß nicht, ob das Leuten irgendwie ein Begriff ist, das ist ganz, ganz nah zwischen Dresden und irgendwie der tschechischen Grenze. Und wir Ossis haben früher mal gesagt, das Tal der Ahnungslosen, weil die haben da hinten nichts mitgekriegt. Die hatten, glaube ich, nicht mal Westempfang oder so. Also die haben gar kein Westfernsehen oder sowas gehabt. Und dementsprechend habe ich natürlich einfach da auch überhaupt nichts mitgekriegt von diesen ganzen historischen Ereignissen. Ich war da bei dieser Kur und ich kann mich daran auch überhaupt nicht mehr so ganz genau erinnern, was da irgendwie wie war. Und was ich aber erinnern kann, ist, dass wir Briefe immer bekommen haben von den Eltern und meine Mutter schrieb auch tatsächlich. Und das heißt, diese ganze Wende habe ich im Prinzip nur aus Briefen von meiner Familie mitbekommen. Und zwar schrieben die dann, dass sie in Ungarn waren und dass sie irgendwie, also so wie quasi die Leute, die dann in diese Botschaften gegangen sind, dann einfach durch die Donau geschwommen sind, aber irgendwie fanden, ah ja stimmt, das können sie auch nicht machen, weil mich gibt es ja auch noch. Die können jetzt nicht durch die Donau schwimmen und irgendwie in den Westen abhauen. Das geht irgendwie nicht. Dann haben die auch teilweise dann von diesen ersten Fahrten nach Westdeutschland, ich glaube in Wolfsburg waren die, die hatten dann auch so eine Familie kennengelernt. Und für mich war das total abstrakt. Und zwar einerseits, weil ich natürlich irgendwie 11 Jahre alt war und das überhaupt nicht begreifen konnte. Und andererseits natürlich auch die ganze Zeit eingebläut bekommen habe, wie scheiße dieser Westen und dieser Kapitalismus ist. Und weißt du, so niemand erklärt dir das dann ja auch. Du kriegst dann diese Briefe und dann steht da quasi, hier ist alles ganz bunt und es gibt so Sachen wie Kiwis und du denkst so, was ist das? Was schreiben die mir? Und nett, dass die jetzt nochmal zurückgeschwommen sind irgendwie bei der Donau. Wie wäre das jetzt? Müsste ich jetzt immer hier bei dieser Kur bleiben? Und weißt du, so, es war so, also es hört sich jetzt witzig an, aber es war natürlich auch einfach super beängstigend. Also ich konnte es einfach auch gar nicht greifen und du hast einfach null als Elfjährige da in diesem Kurgelände irgendwas von diesen Stimmungen oder so mitbekommen. Das ist schon strange. Also ich habe einfach die Wende quasi gar nicht mitbekommen. Ja, du hast die Wende nicht verschlafen, du hast sie quasi im Kurort erlebt, aber wie war es dann, als du wieder zurück warst in Nordhausen? Wie gesagt, du hast also ein gewisses, also du hast das wichtige Lebensjahrzehnt, wo man sozusagen aufblüht, die Pubertät erlebt, dann studiert, einen Job anfängt, eine Ausbildung und so weiter. Also die sozusagen die 10er Jahre, bis dann sozusagen die goldenen 20er beginnen, in dieser ja verrückten Zeit erlebt. Das ist ja, ein Techniker hat zu mir mal hier gesagt, nach so einer Diskussion bei unserem Sommerfestival Ostidentitäten, das ist irgendwie alles so,
gesetzesfreie Zone gewesen. Also man konnte irgendwie alles machen, da hat auch kein Polizist irgendwie du gesagt. Also es gab so eine gewisse Zeit, bis sich dann alles wieder ordnete, wo das quasi so ja Freiland war. Wie war für dich diese Zeit? Und vor allem, wie hast du das dann erlebt? Du warst ja eigentlich ein Kind mit 11 Jahren, so Ende der 90er Jahre, also 20 Jahre alt. Ja, also erstmal gab es gar nicht so viele Veränderungen. Also ich glaube, das, was sozusagen am für mich eindrücklichsten war, es gab dann ein Lidl, weißt du, es wurden dann so Rossmann, es wurden dann so Supermärkte gebaut mit so ganz vielen neuen Sachen. Plus gab es vielleicht auch, aber wir waren so Lidl. Ich gehe nie bei Lidl einkaufen, weil ich es einfach richtig hasse. Also weil es einfach so eine krasse Bedeutung irgendwie hatte, wie wir bei Lidl waren mit diesem es war wirklich ranziges Gemüse. Schön war das nicht, weißt du, es war diese Halle, dann wurde es da alles aufgereiht und es war auch überhaupt nicht so, wie man jetzt so ein Obst- und Gemüseregal hat. Ich fand es schon sehr so, ich mochte schon immer einfach diese kleinen Tante-Emma-Läden. Mich hat das überhaupt nicht begeistert. Aber es war dann halt unserem Geldbeutel irgendwie angemessen. Und alles andere ist ja erstmal relativ gleich geblieben. Also das, was sich dann schon geändert hat, war dann, wir haben dann Englischunterricht gehabt. Also ne, ich bin ja quasi in dieser Generation, ich war noch Themenpionierin, ich war quasi keine FDJlerin mehr. Wir haben dann natürlich keine Fahnenappelle mehr gemacht, so wie wir es als Kind irgendwie dann auch kannten. Also dieses ganze politische Bildungsauftrag, den es da in den Schulen gab, der fiel natürlich weg. Und es war zum Beispiel jetzt auch irgendwie für uns als Kinder auch nochmal so in dieser Wendezeit. Also da waren dann einfach, musst du dir vorstellen, sitzt im Klassenraum und es ist jeden Tag kommst du hin und dann fehlen halt links und rechts dann halt quasi die Mitschüler. Weißt du, es dünnte sich dann aus und dann blieben halt auch nur noch so bestimmte Leute übrig, also ich ja auch. Und auch Lehrer und Lehrerinnen, also weißt du, es war dann so, Leute waren irgendwie verschwunden, niemand wusste so richtig, wo sind die hin. Die machten dann einfach einen Ausflug in den Westen mal ein paar Tage oder so. Nee, die sind dann einfach nicht mehr wiedergekommen. Ja. Ja, die sind dann einfach nicht mehr wiedergekommen. Und das war so die Stimmung, weißt du, du bist eigentlich vorher, deshalb hatte ich das vorhin auch nochmal so erwähnt, also du bist in diesem kollektiven Gedanken irgendwie groß geworden, weißt du, du kanntest quasi alle, die mit dir in dieser Klasse waren und du hast mit denen irgendwie tagtäglich irgendwie auch Sachen gemacht, von morgens bis irgendwie nachmittags, weil du warst ja nicht nur wie jetzt, also niemand von uns, selten waren irgendwie Kinder, Mittagskinder oder so, alle waren dann im Hort und sowas, also ne, das waren schon dann auch deine Friends und dann ohne Ankündigung fehlen die dann. Und weißt du so, das ist dann so das Erste, was ich so miterlebt habe, dass dann einfach so eine ganz komische Stimmung irgendwie entstand von, da fehlen dann so Leute, man weiß nicht, es spricht auch niemand so richtig darüber, dann gibt es irgendwie Lehrer- und Lehrerinnenmangel, es gibt auf einmal neue Fächer mit irgendwie dann Lehrer und Lehrerinnen, die einfach gar nicht Englisch sprechen können, also die quasi dir Ostdeutsch-Englisch beibringen. Und weißt du so, das hat mich ganz lange wirklich verfolgt, weil, also da mache ich jetzt ganz kurz so ein Zukunftsding, ich habe dann halt Ostdeutsch-Englisch gelernt und das war ein bisschen irre, weil ich habe Hochdeutsch gelernt, weil ich eine Lehrerin hatte, die uns quasi Hochdeutsch beigebracht hat. Also man hört ja relativ wenig, dass ich aus Thüringen komme, das wäre eigentlich schwer, no, Dreckschlubber, so, kommst heime. Also ich kann es gar nicht nachmachen, aber es war ein bisschen irre, weil ich konnte quasi Hochdeutsch sprechen und ich konnte nur Ostdeutsch-Englisch sprechen. Und dann habe ich das erst gelernt, als ich in Berlin war, weil vorher gab es natürlich keine Gelegenheit, weil wo hast du irgendwie jemanden getroffen, mit dem du nur Englisch sprechen konntest. Und das hat mich ganz, ganz, ganz viel Zeit, also ich konnte es dann immer betrunken am Anfang, da habe ich mich dann getraut, aber ich habe mich immer super geschämt. My name is, weißt du so. Genau.
Und so haben wir das auch gelernt. Also ich will nochmal zurück, eine ganz Mini-Anekdote, weil wir ja hier auch in der Bürgerbühne im Kleistforum viel gearbeitet haben, also zu dieser Frage, eigentlich schon eine Osttransformation, also ein Stück gemacht, Traumfabrik, Hochhauscafé, oder wir haben zur Abwicklung des VEB Halbleiterwerkes gearbeitet, und einer, ich weiß gar nicht welcher Zeitzeugen, es war aber ein Mann, das weiß ich, sagte mir mal, also das muss eine Meisterleistung gewesen sein, so zur Einführung der D-Mark dann irgendwie über Nacht alle Regale irgendwie umbestückt, da mit West, mit Haribo und Nutella und so, und dann sozusagen Kaufhalle abgeschraubt, Lidl ran und dann auch noch so ein Kanickel, was irgendwie winkt in einem goldenen Anzug oder so, als Goldmännchen verkleidet. Also dass das so wirklich sich so über Nacht transformierte, ich glaube, das muss man schon noch erstmal verarbeiten. Ja, also ich sag mal, was das Positive daran war. Ich war nämlich, ich hatte tatsächlich immer so eine sehr verantwortungsvolle Rolle in unserer Familie. Also hast du ja vielleicht schon mitgekriegt, ich hatte dann diese jüngeren Geschwister, meine Eltern waren viel arbeiten, und ne, das haben wir eben jetzt gar nicht so näher beleuchtet. Diese Probleme, die auch hatten, hat die einfach auch so beschäftigt mit sich, dass die auch über uns, also das hat die überhaupt nicht interessiert so richtig. Wir hatten schon relativ viel Freiräume, weil die einfach mit ihren eigenen Themen beschäftigt waren. Aber was sozusagen das Positive an dieser ganzen Umwandlung war, ist, ich musste voll oft einkaufen gehen, unter anderem auch irgendwie samstags zum Bäcker. Und das, was ich bis heute richtig hasse, auch wenn ich in einen Club gegangen bin oder so, wenn da eine Schlange ist, gehe ich da nicht hin. Weil ich stelle mich einfach nicht mehr in Schlangen an. Und das war einfach für mich eine totale Erleichterung, dass ich nicht mehr in diesen blöden Schlangen stehen musste. Ja, wo ich mir auch diese Schlange vielleicht ist ja wieder etwas, wo sich so dieser Kollektivgeist irgendwie der Ossis da irgendwie also so bündelt, da hat man wahrscheinlich auch gute Gespräche geführt und so. Also ich wollte damit bloß nochmal aufgreifen, auch wahrscheinlich, da könnte man eine eigene Studie machen, ob sich der Kollektivgeist der Ossis auch in der Warteschlange widerspiegelt. Gut, aber jetzt sind wir sozusagen genau in der Grundschule, in der Zeit, wo du sozusagen in die siebte Klasse kamst, also neues System, andere Fächer, Englisch gelernt, aber so ein bisschen mit Ossi-Slang wahrscheinlich. Und wie war dann dein Aufwachsen, deine Jugendphase, wie waren deine wilden Jahre in da willst diesen du gerne, wilden da sind wir noch 90ern? Nicht. Ja, da willst du gerne hin, ne? Ja, ich muss ja ein bisschen auf unsere Sendezeit auch. Das stimmt. wir machen es nochmal ganz kurz, genau. Also das, was, weil es gibt davor natürlich nochmal, also diesen Break von ich werde meinen Abschluss machen. Und da muss ich eine Sache noch zu sagen, weil die ist relativ wichtig. Also ne, wir haben jetzt dieses Schulthema, es gibt veränderte Bedingungen und Fächer fallen weg. Staatsbürgerkunde muss ich zum Beispiel nie machen, ne? Das, Gesellschaftskunde wurde das. Und es ist so, wir sind quasi, ich habe 1994 meinen Abschluss gemacht. Und es ist so, in Thüringen war es zu dieser Zeit so, dass du diesen Realschulabschluss, ich glaube, hier würde man jetzt MSA sagen, nee? Ach so. Du bist ja jetzt Berlinerin, MSA. Ach, ja, Berlinerin ist tatsächlich nicht. Berlin. Hier sagt man Oberschulabschluss oder Realschulabschluss dann noch in Brandenburg. Wieder, ja, so kompliziert ist es halt wieder, ne? Also du weißt, was ich meine, Abschluss 10. Klasse. Und es war tatsächlich so, dass einerseits war es so, dass wir notenmäßig, also jetzt auf dem Zeugnis sieht es eigentlich auch ganz okay aus, ne? Gar nicht so schlecht aussahen. Also meine Schwester hat es auch betroffen. Und auf der anderen Seite war es so, dass in Thüringen hast du quasi, wenn du diesen 10. Klasse Abschluss nicht geschafft hast, gar keinen Abschluss gehabt. Das Abitur. Und ich glaube, das kennt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es gab diesen Amoklauf in Erfurt, der war so ein paar Jahre später, ich glaube Anfang der 2000er. Und da wurde quasi das Schulgesetz dann geändert, weil das sozusagen ein möglicher Faktor, glaube ich, war, warum dieser junge Mensch da angeblich so durchgedreht ist. Also einer von vielen anderen. Genau. Und das heißt, da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Wenn du dein Abitur in der 12. Klasse nicht geschafft hast, so in der 13., hast du keinen Abschluss gehabt. Genau. Du hast nicht mal einen Hauptschulabschluss gehabt. Aber das war nicht möglich, mit der 10. Klasse die Schule zu beenden.
Doch, du konntest quasi diese Realschule machen, also 10. Ja. Klasse Abschluss. Das habe ich auch gemacht. Aber bei uns war es auch so, es gab natürlich auch die Überlegung, macht man ein Abitur oder nicht. Und dann wäre es gewesen wie bei Wer wird, genau. Also bei Wer wird Millionär, dass man entweder gleich zur Million und sonst fällt man zurück irgendwie Ich glaube, für die Kinder, die quasi Ärzte, Eltern hatten oder also aus dem Bildungshaushalt kamen, war das Risiko nicht so hoch. Bei uns war es jetzt so, niemand, also ne, ich hatte gesagt, meine Mutter ist in der 9. abgegangen. Mein Vater war jetzt, glaube ich, mit 18 schon mit der Ausbildung fertig. Der hat wahrscheinlich auch maximal 9 Schuljahre irgendwie in Ungarn hinter sich, also ne, es war sozusagen, wir waren schon mit 10. Klasse irgendwie super irgendwie über unsere normalen Bildungschancen halt hinaus, aber es hat natürlich auch was mit einem gemacht, wenn die Überlegung auch da ist, dass man eventuell ein Abitur machen könnte und deine Eltern aber sagen, nee, das machen wir nicht, heißt das ja auch so ein bisschen, wir trauen es dir auch irgendwie nicht zu, ja, und genau. Das sozusagen nur noch mal so als Side-Story. Das waren so auch die, die Schul- oder Bildungssituationen in Thüringen. Die waren schon auch einfach hart. Das heißt, man konnte gar nicht so richtig in der Zeit irgendeinen Bildungsaufstieg haben, weil das, der Fall war einfach zu groß. Deswegen hat man natürlich das genommen, was es irgendwie gab. Genau, und dann gibt es halt so, kann ich auch noch mal Bilder zeigen, ich mache dann halt meine Prüfung, die war auch ehrlich gesagt in Thüringen relativ umfangreich. Ich glaube, wir haben 6 Prüfungsfächer gehabt, in denen wir auch geprüft wurden. Ich habe dann später erfahren, in Niedersachsen gibt es gar keine Prüfung. Es war so ein bisschen bitter. Ich habe nicht so viel gelernt dafür. Ich war einfach auch viel mit, also ich hatte einfach auch viel mit meinen Schwestern und dem Haushalt und sowas zu tun. Und ich hatte immer schon so eine sehr verantwortungsvolle Position in der Familie. Genau, und dann gibt es dann diesen Idiotentag. Hier, ach so, guck mal, vor Plus. Auch interessant, genau. Wo man sich dann so verkleidet, wenn die Prüfungen vorbei sind. Und dann sind diese Jahre auch so ein bisschen geprägt natürlich von diesen ersten Alkoholerfahrungen. Und da hattest du ja vorhin auch gefragt, was hat sich verändert? Ich kann nochmal sagen, was sich nicht verändert hat, war natürlich Tanzstunde und Jugendweihe. Da kann ich auch nochmal hier so ein kleines Bild zeigen. Ja, bestimmte Dinge haben einfach auch dann über die Wende überlebt. Ne? Also Tanzstunde zum Beispiel kenne ich jetzt nicht mehr, aber so eine sehr hochstilisierte Jugendweihe ist mir schon also durchaus noch eine Erfahrung. Das ist im Osten noch wichtig. Aber ne? Tanzstunde nicht mehr. Aber Jugendweihe ist schon noch, hat sehr, sehr überlebt. Ich überlege mal, kriegen wir das hin, dass wir das obere Bild zeigen? Genau. So, da sieht man so ein bisschen, das war dann im Theater in Nordhausen, wurde das üblicherweise gemacht. Die früheren Generationen hatten dann, glaube ich, dieses Weltall Erde Mensch überreicht bekommen. Wir haben, glaube ich, dann nur noch diese Nelken bekommen. Wir haben, glaube ich, gar kein Buch mehr bekommen. Ne? Und das ist so, da fing dann quasi auch, ich meine, Nordhausen, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht, das ist ja quasi die Stadt mit den 2 Schnapsflaschen als Skyline. Ja? Also das Thema Alkohol war natürlich einfach in allen Generationen wichtig und das war dann auch so die erste Zeit, wo das auch bei uns dann so losging. Genau. Und da habe ich dann, das war dann quasi so die Phase von dem ersten Umbruch und auch so dieser ersten Konfrontation damit, was macht man denn eigentlich? Also wo soll es irgendwie hingehen? Und das ist, ja. Also nach der 10. Klasse. Ja. Du hast also, um es einzuordnen, den 10. Klasse Abschluss gemacht. Für mich durchaus jetzt eine spannende Erkenntnis, weil das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es in Thüringen dieses System gab, dass man quasi dann fällt, wenn man sich entscheidet, das Abitur zu machen, also ganz oder gar nicht, aber du hast den 10. Klasse Abschluss gemacht und da stehen wir jetzt. Genau, da stehen wir und beziehungsweise nochmal so kurz davor, was halt wichtig ist, ist, es gab dann diese Einführung vom Berufsinformationszentrum. Und begleitend dazu, begleitend dazu gab es natürlich auch dieses Berufe aktuell. Das war sozusagen so ein fetter Wälzer und da waren so alle Berufe drin. Und es war so wirklich sehr irre, weil das beschreibt auch, glaube ich, nochmal diese Generation so ein bisschen. Während meine Eltern quasi
ja ihre Berufsauswahl aus so ganz anderer Motivation getroffen hatten, war bei mir jetzt natürlich einfach, das System hatte sich geändert. Es gab einfach so einen Wälzer an Berufen und ich konnte quasi aussuchen. Ja, also ich hatte quasi mit diesem Schulabschluss ja auch wieder so eine Art Währung und konnte da drin so blättern und mir überlegen. Und dann weiß ich noch, ich habe da immer so drin geblättert und habe dann so Augenoptikerin, das wäre doch vielleicht was. Oder ich weiß nicht, meine Mutter wollte, glaube ich, dass ich Friseurin werde. Toi, 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 bin ich nicht geworden. Aber auch das ist ja eine total spannende Beobachtung, dass sozusagen das also erodiert natürlich. Also die Herausforderung, wo wir heute sagen bei Jugendlichen, ach, denen steht die ganze Welt offen. Euch stand ja auch auf einmal die ganze Welt offen. Und ihr könntet auf einmal wählen, ja, auch vielleicht einen Studiengang frei wählen oder eine Ausbildung, die jetzt nicht mehr in irgendwelche staatlichen Maßnahmen oder Parteizugehörigkeiten oder weiß der Fuchs was, also gebunden war. Ja, ja. Und trotzdem gab es natürlich die Erwartungen der Eltern. Also es war sozusagen schon so auch quasi zwischen diesen zwei Systemen halt. Ne? Meine Mutter hatte, wie gesagt, so eine ganz klare Vorstellung davon, was ich irgendwie machen will. Ich glaube, ich wollte zwischendurch auch mal Kfz-Meisterin oder Mechanikerin werden, einfach weil ich, glaube ich, so mit meinem Vater diese Beziehung, glaube ich, ganz oft in dieser Garage verbracht habe, weil der ja auch einfach immer gearbeitet hat, also auch privat. Und ich es zu Hause zwischendurch so anstrengend fand und einfach das in der Garage so gut fand, mit dem so Autos zu reparieren und dachte, das wäre eigentlich auch ganz cool. Aber eigentlich wusste ich es auch nicht. Ich war total überfordert. Und deswegen gab es was, was vorher, glaube ich, nicht gab. Es gab diese Fachoberschulen, wo man im Prinzip nochmal auf dem schulischen Weg so Ausbildungen in so verschiedene, ja, so wie es jetzt eigentlich auch ist. Genau, und ich hatte mich beworben in Erfurt für Bau und Gestaltung. Ich wollte eigentlich in so einen künstlerischen Bereich und hatte mich aber, weil meine Mutter so drauf gedrängt hat, irgendwie, such dir noch eine Alternative, das hat gar keine Zukunft, was willst du da, mach doch irgendwas, was irgendwie Sinn macht. Und dann hatte ich mich quasi für diese Fachoberschule Sozialwesen beworben als schulische Ausbildung zur Sozialassistentin. Und dummerweise war das in Heiligenstadt die erste Schule, die zurückgeschrieben hat. Und dann, ich war ja 16, ich konnte ja sowieso noch nichts alleine entscheiden. Also meine Eltern mussten alles unterschreiben ja noch. Dann sind wir da hingefahren und es war natürlich katholische Schule, weißt du, wie die ausgestattet waren. Und meine Mutter mit ihren Statussymbol-Dingen war so bling, 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 hier ist es doch cool. Und dann haben wir diesen Ausbildungsvertrag, hat sie dann unterschrieben, weil sie mich da natürlich gerne sehen wollte. Und letztendlich haben dann alle anderen Schulen, wo ich gerne gewesen wäre, auch zugesagt. Dann war es halt schon zu spät. Genau. Und das heißt, ich bin dann nach Heiligenstadt mit 16 Jahren auf die katholische Schule gegangen. Ja, also als so Ostlerin. Die katholische Schule heißt, also die Direktorin und auch die Lehrerinnen waren Nonnen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Nee, so richtig nicht. Ich weiß ehrlich gesagt offen gestanden nicht mal, wo Heiligenstadt. Also Heiligenstadt ist quasi der noch katholischstere Teil, also katholischer, glaube ich, Schwarzkittel sagt man immer dazu, noch schlimmer als Bayern. Und das liegt quasi in Thüringen an der Grenze zu Niedersachsen. Und das ist so ein ganz kleiner Bereich, der sehr, ich weiß nicht, ich glaube, so einen richtig guten Ruf hat er auch nicht. Wie war es denn dann da in Heiligenstadt? Naja, da war es dann halt so, wie wenn man da mit 16 hinkommt und quasi aus so einem sehr, wenn man quasi eigentlich in die Freiheit geschickt wird und es dann aber doch irgendwie gar nicht so eine richtige Freiheit ist und man aber dann mit 16 nicht mehr seine Mutter hat, sondern einfach die katholische Kirche hat zum Rebellieren. Und ich war dann erst in so einem Wohnheim und dann bin ich irgendwie da natürlich dann ausgezogen, also in unterschiedlichen Konstellationen. Ich hatte dann mit irgendwie Leuten aus meiner Klasse irgendwie zusammen gewohnt. Also man muss dazu sagen, das sind so 3 Jahre. Und ich habe erst diese Sozialassistentinnen-Ausbildung gemacht und dann konnte man quasi, ich glaube, das kann man immer noch, ein Jahr so ein Fachabitur hinterher schicken. Und da war ich aber schon so ein bisschen eigentlich nicht mehr so interessiert. Also ich bin dann, vielleicht kann man es nochmal, warte mal, ich mache mal hier nochmal Fotos. Es gab dann so eine Art,
oder ich muss, glaube ich, noch mal zwischendurch ein Foto zeigen, wie ich dann quasi hier mit so meinen blonden Härchen, also immer noch kurz, hatte das immer noch beibehalten, aber schon sehr brav eigentlich, ne? Und dann fing so diese Wandlung an, würde ich sagen. Das ist dann jetzt quasi 94 bis 97. Und das beschreibt jetzt eigentlich auch, also diese ganze Zeit beschreibt dann auch eigentlich vor allen Dingen diese Frühphase dieser 90er, dass eigentlich dann so eine Art, ja, irgendwie Orientierung stattgefunden hat. Also, ne, ich kam dann in die Pubertät, es gab dann quasi diese katholische Schule, die fanden wir scheiße. Wir waren dann halt immer in so einem Jugendclub und da waren dann auf einmal auch so viele Punks und die Nazis fanden wir eh irgendwie auch scheiße. Also, ne, das hatte ich auch so ein bisschen vergessen. Darf nicht vergessen, zwischendurch gab es halt einfach irgendwie Rostock-Lichtenhagen und so trug sich diese Stimmung jetzt auch natürlich auch in Ostdeutschland überall so ein bisschen weiter. Also, ne, wir haben auch schon irgendwie in den Jahren davor in Nordhausen einfach, wir sind da nicht gerne abends irgendwie alleine unterwegs gewesen. Ja, also ich hatte eine Freundin von mir, Namensvetterin, mehr kann ich nicht sagen, wir stehen lustigerweise vor einem Berliner Auto. Das war dann schon auch abends gefährlich, durch die Stadt zu gehen. Und viele Freunde und Freundinnen wurden natürlich einfach auch angegriffen und überfallen. Und ne, wir haben einfach diese Gefahr natürlich einfach dann auch immer mit. Aber das ist sozusagen etwas, was auch parallel läuft zu dieser Ausbildung an dieser katholischen Hochschule bei den Nonnen, die so ein bisschen Rebellion weckte. Merktest du auch, dass da in dieser sich neu formierenden, in diesem sich neu formierenden, zusammenwachsenden Deutschland sich also politisch was bewegt? Also du sagst, du redest jetzt hier sozusagen von der so rechts und links, gibt es da als zwei Fronten, die sich vielleicht gegenüberstehen? Das ist ja etwas, was hier ganz viele auf dem Podium gesagt haben. Also ich glaube, mehrere Leute, die uns davon berichtet haben, also die erste Frage Mitte der 90er Jahre, bist du rechts oder links? Ja. So. Und das mischt sich höchstwahrscheinlich bei dir, also auch mit dieser Phase, wo sich etwas bewegt bei dir, an wo sich Kraft freisetzt in der Zeit sozusagen, wo du in dieser Nonnenschule, wollte ich jetzt was sagen, aber wo du dein Fachabitur machst. Ich muss sagen, dass Westdeutschland tatsächlich in dieser Zeit überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Also ich hatte gar keinen Bezug dazu. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat, sondern es hat sich irgendwie überhaupt nicht vermischt. Ich war ja irgendwie immer noch in Thüringen, anderer Ort, aber ne, die Situation war ungefähr ähnlich, außer dass es eben meine Eltern nicht mehr gab und ich einfach das Gefühl hatte, trotz der Nonnen so frei zu sein und irgendwie meine eigenen Erfahrungen zu machen. Und das, was es aber schon vorher gegeben hat, war, also auch durch meinen Vater natürlich, da muss man auch dazu sagen, als ich quasi noch in der Schule war, war der auch einfach noch nicht grammatikalisch total gut in Deutsch. Und es gab so einen Physiklehrer, der dann immer Entschuldigungen von meinem Vater vor der ganzen Klasse vorgelesen hat und sich so lustig darüber gemacht hat, dass der kein Deutsch kann. Ja, und das, also da gab es schon so erste Erfahrungen oder auch mit meiner Freundin eben, ne, also so, man ist nicht einfach abends dann irgendwie durch die Stadt geschlendert, also man hat das jetzt auch nicht irgendwie so total aufs Tablett gepackt, also ich würde sagen, da war ich jetzt auch noch gar nicht super politisch drauf, aber es war klar, ich bin auf jeden Fall überhaupt nicht rechts, das ist irgendwie total klar und ich finde rechts auch richtig scheiße und ich habe auch so eine Art Ungerechtigkeitssinn, der quasi sich da, da brodelt es dann auch einfach. Und das kam dann quasi schon mit in diese Heiligenstadtzeit, aber ich würde sagen, das war jetzt primär, also das lief immer so parallel, das gehörte irgendwie zu unserem Alltag dazu. Es war jetzt für mich zu dieser Zeit noch gar nicht das wahnsinnig politische Handeln, sondern es war klar, wenn du irgendwie auf diese Dorfdisse gehst,
dann prügelst du dich auf jeden Fall am Ende mit irgendwelchen Nazis, weil die entweder da sind, total besoffen sind oder weil die irgendwie davor lauern und uns irgendwie auf die Fresse hauen wollen oder whatever. Also das war einfach Alltag. Ja, und das vielleicht nochmal als Paraphrasierung jetzt, das war einfach deine Jugendzeit jetzt nicht irgendwas affektiert aufgeladenes, also jetzt irgendwie rechts oder links zu sein oder so, sondern einfach, es war deine Alltagswelt, sich in einem Deutschland, was sich irgendwie neu zusammenfügt. Das sind einfach ganz normale Erfahrungen deiner Jugendkultur gewesen. Ja, aber du darfst nicht vergessen, wir hatten da drin ja gar keine Vorbilder. Diese Entscheidung, dass sozusagen jemand sich überhaupt äußerlich, also so, weißt du, es gab natürlich irgendwie eine Generation über uns irgendwie, von denen wir das so ein bisschen mitgekriegt hatten, also ne, aber es gab ja jetzt nicht, also unsere Eltern konnten nicht irgendwie Geschichten erzählen, so wie halt manche von meinen Freunden, die in Westdeutschland groß geworden sind, die haben dann Eltern, die können dann irgendwas von den 68ern erzählen, das gab es ja bei uns gar nicht, ja, und das war schon, also wir mussten uns da schon irgendwie reinfinden und wir haben uns da auch reingefunden, ne? Und das ist dann halt, ich weiß gar nicht, steht es hier hinten drauf, das würde ich sagen, ist auch so aus der Zeit, man hatte dann dieses Palituch und also dann fing es schon an, dass klar war, also ich fühle das nicht nur und ich finde es nicht nur scheiße, sondern ich stehe da auch dazu und es ist jetzt auch eine politische Haltung. Und damit nehme ich natürlich auch nochmal in Kauf, dass ich irgendwie in Radar komme, ne? Als dieses kleine blonde Mädchen da, oder klein war ich ja nie, aber ne, so bin ich dann natürlich einfach überhaupt nicht im Radar gewesen, es sei denn, ich war mit meiner Freundin unterwegs, die einfach nicht deutsch aussah. Genau, und das kanalisierte sich dann quasi immer mehr, dass das so nach außen getragen wurde. Und ich habe diese ganze Zeit, ich würde sagen, so von Anfang der 90er bis Mitte der 90er eigentlich als so eine Achterbahnfahrt oder ich weiß gar nicht, Herr Klatte, glaube ich mal gesagt, wie so ein Flipper-Spiel. Es war so irre, weil es war so, ich konnte auch, wenn ich jetzt rückblickend gucke, denke ich so, okay, ich war dann irgendwie Punk und dann war ich aber auch, fand ich irgendwie Gruff-Design cool, zwischendurch war ich aber auch irgendwie beim Rave und Hip-Hop war irgendwie auch gut und man hatte so das Gefühl, man hat auf einmal so diese ganzen Subkulturen und alles, was es irgendwie gibt und man kann sich gar nicht, wie das mit diesen, weißt du, Supermärkten, wo auf einmal alles ausgetauscht ist und du hast so das Gefühl so, ah, du willst eigentlich von allem irgendwie was haben und du hattest auch überall irgendwie Leute, die wo du so einen Bezug zu hattest und das war irgendwie ganz schön schnell. Ja, aber es klingt so ein bisschen so, als wenn, also diese Wende kam halt, die hast du da erlebt auf dieser Kur, so Briefe mitbekommen, hast du diesen Ausbildungsvertrag unterschrieben, Fachabitur und war die ganze Zeit so ein schleichender Prozess und plötzlich warst du drin in dieser sich transformierenden Zeit, also wo politisch auch viel erodierte, wo viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben, wo Unzufriedenheit entstand, wo irgendwie es ein Rechtsruck gab, durch die ostdeutschen Länder gab, wo sich gleichzeitig aber so eine linke Szene formierte, samt Gegenkultur, die dann auch nochmal zu differenzieren ist und plötzlich warst du da sozusagen drin. Und was war der Punkt, wo du, der prägnante Punkt, wo du es vielleicht so ganz bewusst zum ersten Mal wahrgenommen hast? Ich weiß gar nicht, das Wahrnehmen, ich glaube, das kann, da gibt es keinen prägnanten Punkt. Ich glaube, dass sich das schon einfach so, ich glaube, es war einfach in diesen Alltagen ist es irgendwie so entstanden und ich glaube, die einen sind dann irgendwie, weißt du, die Nachbarskinder waren dann irgendwie die Nazi-Kinder und wir waren es irgendwie nicht und ich habe das auch nie in Frage gestellt, warum ich mich jetzt quasi für diese Seite entschieden habe, weil für mich war das, ist, oder ist das auch immer noch einfach sehr klar, also da gibt es gar keinen Zweifel irgendwie dran. Und es gibt aber eine später, das ist quasi dann am Ende der 90er, das müssen wir vielleicht irgendwie gucken, dass wir das noch schaffen, aber da gibt es dann eine ganz klare Entscheidung, nämlich da auch richtig politisch organisiert zu sein und zu sagen, ich treffe diese Entscheidung und zwar jetzt bewusst und aus bestimmten Gründen.
Vielleicht kommen wir da gleich dazu, vielleicht nochmal, aber kurz zuvor, wie gesagt, so, ja, deswegen haben wir dich überhaupt, oder habe ich dich überhaupt eingeladen hierher auf dieses Podium, dass es diesen Moment gab, als wir also diese Reihe Ostidentitäten vorbereiteten und ich dir davon erzählte damals, eigentlich in einem ganz anderen Rahmen. Und du sagst, mein Lieblingsroman ist also Als wir träumten von Clemens Meyer. Und ganz kurz zusammengefasst geht es um zwei Jugendtruppen, eine rechterseits sozusagen politische Orientierung, einer linkerseits, die sich ein städtisches Terrain erarbeiten oder erkämpfen wollen, ja, und währenddessen sozusagen die einen, sie versuchen dann die Linken, versuchen einen Club zu gründen und die Rechten stürmen den, zerhauen den, da gibt es sozusagen dann natürlich einen Gegenangriff und so weiter und so weiter. Was, in welcher Verbindung mit deinem Leben steht dieser Roman? Genau, also man muss dazu sagen, dass ich diesen Roman, glaube ich, relativ spät für mich entdeckt habe oder ich weiß gar nicht, spät vielleicht auch, weil diese ganze Verarbeitung auch in dieser Roman-Geschichte ja auch erst seit irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 10 Jahren oder sowas stattfindet. Ne? Da gibt es ja sozusagen verschiedene Formate, irgendwie hier Sabine Rennefatz gibt es dann, glaube ich, noch irgendwie. Also damit fing das ja sozusagen an, dass es erstmals irgendwie in der Generation, die ich bin, so eine auch öffentliche Verarbeitung gab. Und ich fing an, diesen Roman zu lesen, war so, wow, krass. Das ist irgendwie ja wirklich, also das ist einfach, das spielt ja in Leipzig. Und ich dachte so, das ist einfach ja wirklich auch sehr ähnlich zu dem, also fast identisch zu dem, was ich erlebt habe. Und das ist tatsächlich bei mir dann auch ein bisschen später, deswegen sage ich, ne, diese erste Hälfte der 90er Jahre, da gibt es einfach noch total so eine Identitätssuche oder ich weiß nicht, oder ausprobieren, alles mitzumachen und irgendwie auch in jede Subkultur irgendwie reinzugucken und natürlich trotzdem diese schon sehr klare politische Haltung. Und ich gehe dann halt irgendwann, ich glaube 98, gehe ich nochmal zurück nach Nordhausen. Und da gibt es eben dann genau diese Situation, nämlich einerseits da wieder in diesen alten Strukturen zu sein und in irgendwie Freundeskreisen und aber auch, das muss man auch nochmal dazu sagen, also Nordhausen ist nicht weit weg vom Eichsfeld, das heißt so geografisch ist die Lage auch so, das ist die erste größere Stadt nach der Grenze, also auch zu Niedersachsen. Und das heißt, das war dann halt auch einfach einen Umschlagplatz, auch einen Drogenumschlagplatz. Und es gab ganz klare Lager auf jeden Fall. Ne? Es gab auch einen Jugendclub, irgendwie einen Linken, und es gab auch irgendwie Nazi-Zusammenhänge. Auch im Nachhinein organisierte Nazi-Zusammenhänge, die auch mit dem NSU in Verbindung stehen. Was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht natürlich klar war. Und es ist so, dass im Prinzip an bestimmten Situationen klar war, dass es irgendwie auch so eine kriminelle, also so ein kriminelles Netzwerk gibt. Ne, es gab irgendwie Freunde von mir, die irgendwie Drogen vertickt haben. Es gab dann andere Leute, die irgendwie Schutzgeld erpresst haben. Es gab irgendwie Leute, die dann quasi nach Göttingen gingen und in der Burschenschaft waren, die irgendwie dann mit dem Rotlichtmilieu, also ne, es gab jetzt ein irgendwie Etablissement, glaube ich, in Nordhausen, aber die da irgendwie in Verbindung standen. Und irgendwie mischte ich, also oder ich mischte da gar nicht mit, aber ich irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe irgendwie überall einfach Leute, die einerseits hilfreich natürlich, also diese Position war irgendwie hilfreich, aber auf der anderen Seite war es natürlich auch schwierig, dann dieses, so wie es auch in Clemens Meyer ja auch ist, irgendwie, also das so konsequent irgendwie so durchzuhalten, weil es auch ums Überleben ging. Also, ne, weil natürlich irgendwie klar war, wenn mein Freund irgendwie Schutzgeld erpresst wird, dann ist es schon gut, dass ich einen Kontakt habe und der irgendwie davon quasi nicht betroffen ist. Und das war sozusagen was, das ich auch ganz lange vergessen hatte und was mir eben erst durch dieses Lesen von diesem Buch nochmal wieder so bewusst geworden ist.
Ja, und also genau wie in diesem Buch. Ich hatte Freunde, die einfach in den Knast gewandert sind. Ich hatte Freunde, die von Nazis verprügelt wurden. Ich hatte irgendwie über 3 Ecken von Nazis später Drohungen bekommen, irgendwie, dass klar war, man wisse, wo ich wohne und so. Also ne, das war irgendwie sehr undurchschaubar. Und es gibt eine Geschichte, die ich irgendwie dazu noch erzählen möchte, also gerade auch, weil ich das eben erwähnt hatte, mit eben auch diesem Blick jetzt 30 Jahre da so später drauf. Es gab sozusagen in den 90ern einen Überfall von 3 Nazis auf einen Vater und einen Sohn in Nordhausen. Die wurden richtig krankenhausreif übel zugeschlagen, also so, dass die auch danach eigentlich nicht wieder gesund geworden sind. Der Vater ist, glaube ich, 6 Jahre später an seinen Verletzungen oder an den Folgen der Verletzungen gestorben. Und der Sohn ist, glaube ich, bis heute irgendwie eingeschränkt. Das ist immer noch kein anerkanntes anerkannte Tat irgendwie von rechtsextremer Seite. Das heißt, es gibt auch keine Schadensersatzansprüche und keine öffentliche richtige Auseinandersetzung darüber. Und es gab eben 3 dieser Nazis, die auch relativ milde im Prinzip verurteilt wurden. Ich glaube, die nie, also relativ geringe Schadensersatz Zahlungen, die da gerichtlich festgelegt wurden. Und einer von denen war sozusagen nach diesem Gefängnisaufenthalt geläutert und hatte sich dann auf die andere Seite geschlagen und hat irgendwie auch Informationen dann an die Linken gegeben. In Nordhausen gibt es quasi das KZ mit der Bordora. Dort hat er dann mit einem ansässigen Pfarrer seinen Wehrdienst quasi verweigern können und konnte dort seinen Zivildienst machen und hat auch dort einen KZ-Überlebenden kennengelernt, mit dem er sich angefreundet hat. Und ich weiß noch, ich fand den suspekt, weil ich kannte diese Geschichte von diesem Überfall und für mich war der abgespeichert als irgendwie oberkrasser Nazi. Und der hing dann aber auch bei uns in diesem Freundeskreis irgendwie mit rum und ich habe irgendwie, ich weiß, ich war immer sehr vorsichtig. Und es gab ich kenne nur von 2 quasi die Geschichte dazu, was mit dem anderen irgendwie Täter ist, das weiß ich nicht. Und dieser andere ist Andreas See, der war schon in den 90ern, hat irgendwie sehr organisierter Neonazi und ist eben auch in diese NSU-Geschichten hat verwickelt, hat dort auch irgendwie ausgesagt, war auch V-Mann. Und ich kürze die Geschichte sozusagen ab. Katharina König ist sozusagen für die Linke Mitglied des Landtags in Thüringen. Die hatte das neulich gepostet und dann habe ich so einen Backflash gekriegt, einfach in diese 90er. Das war sozusagen Anfang der 90er. Und Mitte der 90er ist dieser René B., also der Geläuterte, mit einem Freund unterwegs, nicht mehr nüchtern. Die wollen Zigaretten holen am Kino in Nordhausen. Und randalieren da rum, jemand ruft irgendwie die Polizei, die kommen halt auch, es gibt quasi so ein bisschen eine unklare Situation angeblich und letztendlich wird dieser René B. in den Rücken geschossen. Und es war damals ein Riesenaufschrei, weil, es war nicht ein Riesenaufschrei, aber es war sozusagen eine krasse Diskussion einfach, weil da gerade diese Munition irgendwie geändert wurden. Das war in Thüringen, gab es glaube ich so 1-2 andere irgendwie Vorfälle, die damit irgendwie in Verbindung kamen. Und das, was eigentlich das Absurde ist daran, ist, dass dieser Polizist, der freigesprochen wurde, obwohl es auch irgendwie Zeugenaussagen gab, ne, der hat gesagt, irgendwie, der hat sich gebückt und irgendwie wollte einen Stein aufheben. Da gab es irgendwie Zeugenaussagen, die gesagt haben, die haben keinen Stein gesehen. Der kandidierte jetzt für den rechten Flügel von Höcke in Thüringen und kam natürlich einfach überhaupt nicht mit diesem Fall in Verbindung, aber ich habe dann so da gesessen und war so krass irgendwie. Ne? Das ist so 30 Jahre später, bin ich da nochmal auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie mit beschäftigt und auch nochmal so rückblickend, wie blauäugig wir eigentlich auch in dieser Zeit unterwegs waren und auch, ne, wie wir auch überhaupt nicht diese ganze organisierte Nazi-Geschichte haben wir natürlich irgendwie im Blick gehabt, aber dass das so ein Ausmaß nehmen kann, ist natürlich einfach so 30 Jahre später schon auch nochmal
hat nochmal was gemacht auf jeden Fall. Ja, ich würde ja vielleicht eine Gegenthese nochmal aufstellen. In der Zeit, wo du also dann diese wilden 90er erlebt hast, hat sich eben die Nazi-Szene erst organisiert und hat sich vielleicht auch sowas wie eine linke Szene, eine Punk-Szene erst organisiert. Also ich würde sagen, und in dem Moment, wo es sich eben also organisiert, das ist in einer gewissen Weise auch nicht reflektierbar. So, also dass man die Geschichte natürlich erst immer dann mit einem bisschen späteren Blickwinkel aufschreiben kann, sozusagen, zeigt ja eigentlich dieses Beispiel. Absolut. Ich würde ja gar nicht sagen, dass es eine These ist. Ich würde sagen, es ist eine Tatsache. Und das wissen wir ja auch, ne? Dass sozusagen natürlich einfach auch gerade irgendwie Thüringen, Niedersachsen, da gab es natürlich einfach irgendwie den Auftrag, da hat irgendwie zu organisieren. Und irgendwie, wir haben einen Teil davon natürlich auch dann, also als Antifa sozusagen oder ne, als Antifaschistinnen, haben wir natürlich irgendwie auch im Blick gehabt, dass das jetzt mit dem NSU irgendwie diese Ausmaße hatte oder ne, das ist also das ist jetzt keine Überraschung, aber da hast du recht, das ist natürlich einfach, das konnte man vielleicht in dem Rahmen nicht sehen oder nicht oder warum eigentlich nicht? Weil wir haben natürlich viele andere Sachen ja schon auch gesehen. Ne? Das war vielleicht aber auch so dann die Zeit Ende der 90er Jahre, die du vorhin schon dann so, also Anfang der 2000er vielleicht auch, wo du vorhin so ein kleines Kommentar gemacht hast, da habe ich mich also dann wirklich politisiert. Genau. Ne, also da haben wir eben drüber gesprochen, dass du ja gefragt hattest, irgendwie wann war dieser entscheidende Moment. Und bei mir war der relativ spät. Und da mache ich jetzt einen Gap quasi. Ich bin 1998 schwanger geworden und habe quasi meinen Sohn bekommen. Und ich bin dann auch aus Nordhausen weggezogen nach Göttingen. Und das war der Moment, dass ich quasi... Und ich glaube, das war für die Zeit, oder ich weiß gar nicht, ob es für die Zeit, vielleicht ist es auch einfach, ich kenne jetzt nicht so viele irgendwie Leute, die in einer ähnlichen Situation waren, aber ich weiß, dass ich quasi in so einer besonderen Situation war, weil alle anderen sind immer, wenn sie quasi Kinder gekriegt haben, aus den Organisationen ausgetreten. Und ich bin aber quasi, und das war meine bewusste Entscheidung, ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwie dieses Kind, ich habe diese Verantwortung und ich muss das jetzt machen. Also ich muss mich organisieren und ich muss irgendwie quasi Antifaschistin auch als Antifaschistin auch handeln und kann nicht quasi immer nur, weiß ich nicht, irgendwie so aussehen oder ja, so erzählen oder so davon, sondern es muss einfach jetzt, weil ich das Kind habe und weil das quasi auch für mich dann eine logische Konsequenz war, muss ich das quasi diesen Schritt gehen. Also wirklich total spannend. Ich habe gleich noch eine zweite kurze Nachfrage, aber damit kann man vielleicht das Kapitel in gewisser Weise auch erstmal abschließen. Also ich habe ja vorhin eins gesagt, das wurde heute ein sehr biografischer, sehr erzählender Abend, dabei wirklich eine ganz, ganz spannende Reise, von der du da berichtest. Also in diese Wende erleben, also nochmal, es ist wirklich faszinierend, also davon nichts mitbekommen. Sozialassistentenausbildung an einer katholischen Schule, dann das Fachabitur, dann reinrutschen eigentlich. Also erst sich in diesem Gymnasium sozusagen rebellieren gegen diese katholischen Mechanismen und dann eigentlich rauskommen in diese DDR nochmal nach dem Fachabitur, wo sich wirklich alles bewegt, also wo dann sozusagen mit dem Kind die Verantwortung wirklich annehmen. Aber was passierte dann, also vielleicht nochmal kurz, obwohl man wahrscheinlich auch lange drüber sprechen könnte, mit deinen Eltern dann in dieser Zeit, also du machst es schon eine Andeutung vorhin, dass sich eben sehr viel veränderte. Da wurde dieses Haus musste abbezahlt werden. Wie ging es dann ja mit deiner Familie auch weiter in den 90er Jahren? Ich habe tatsächlich einfach auch mich sehr distanziert von meiner Familie. Die haben nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Ich glaube, das hat also es hat verschiedene Gründe, auch quasi sehr private Gründe, also in der Beziehung auch zu meiner Mutter, aber die haben einfach überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Also ich bin da halt, also in dieser Zeit halt auch, ne, wo ich auch viel so ausprobiert habe, ich hatte zwischendurch einfach hier so grüne Stacheln und hier alles abrasiert oder ich weiß gar nicht, hier gibt es bestimmt auch nochmal irgendwo ein Foto. Ganz lange hatte ich irgendwie Glatze. Guck ich mal ganz kurz, hier muss das irgendwie sein. Ja, guck mal hier. Also
das war für meine Mutter, die ja auch sehr darauf bedacht war, ich hatte es ja vorhin erzählt, ne, wie sehen wir aus und irgendwie Status und also das war für die total krass und das war natürlich irgendwie auch meine Rebellion, also habe das natürlich sehr genossen. Es hat aber auch dazu geführt, dass wenn ich da am Wochenende irgendwie hinfahren musste, also ich hätte es auch mir sparen können zu dem Zeitpunkt, war es auch so, dass ich oft einfach kurz vor, ich komme nicht rein oder mein Vater so fand, kannst reinkommen, wisch dir sofort die Haare oder so. Oder du setzt dir eine Mütze auf oder so. Die konnten das schon schwer ertragen, weil für die war das so, wie sieht die denn aus? So, ne? So, das ist ja kein, das ist ja nicht mehr irgendwie eine junge Frau oder so. Die fanden das halt total krass. Und deswegen habe ich das natürlich so ausgereizt, wie ich wollte. Und es hatte ja eine gute Position, weil ich ja auch immer sagen konnte, okay, ich fahre dann halt auch wieder, ne? Und dann bin ich halt auch gefahren. Und dann haben die einfach tatsächlich irgendwann nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Also ich habe tatsächlich jetzt irgendwie mit meinem Vater wieder oder mit meinen Schwestern hat auch nochmal so einen anderen Familienzugang. Also ne, da hat sich nochmal was verändert. Aber die haben einfach eine ganz lange Zeit, vielleicht so 10, 15 Jahre, auch von mir nichts mitgekriegt. Die wussten auch nicht, was ich mache irgendwie. Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, wenn ich mal, ich müsste mal austesten, was mein Vater sagt, wie ich vorne irgendwie vor so einer Bullenreihe stehe und irgendwie mich mit dem prügel, wie er das so findet. Also, dass die wissen einfach nichts. Ich habe einfach dann so wie so eine Art Parallelleben geführt. Ich bin dann halt nach Hause gefahren und dann saßen wir da halt, der Fernseher lief. Mit meinem Vater habe ich manchmal Bud Spencer und Terence Hill Filme geguckt, das liebte der so. Aber ich habe mich nicht für die interessiert und die haben sich auch nicht für mich interessiert. Wir haben wirklich dieses, ne, was ich vorhin auch gesagt hatte, so wie das auch anfing, die hatten dann so ihre Probleme und wir haben von deren Problemen, glaube ich, wahnsinnig viel mitgekriegt. Und auch diese Sorgen, glaube ich, geteilt. Also das würde ich schon sagen, dass ich einfach diese Belastung und diese Sorge und dieses wirklich auch so Existenzängste, die ich auch teilweise selber ganz, ganz lange mit mir irgendwie rumgeschleppt habe, weil das natürlich einen Unterschied macht, wenn du halt Eltern hast, die irgendwie selber überhaupt nichts haben und am Existenzminimum sind und du aber quasi auch nichts hast. Du kannst sie aber auch nicht fragen. So, das heißt, wir haben quasi aneinander vorbei immer unsere eigenen Existenz, also mit 16, weißt du, ich habe mich dann halt selber finanziert mit BAföG und so, aber es hat mir ja auch niemand beigebracht. Ich konnte einfach richtig lange, also kann ich wahrscheinlich jetzt immer noch nicht, kann einfach nicht mit Geld umgehen, weil ich das gar nicht gelernt hatte. Also was ich so raushöre, es war wirklich also eine umfängliche Zeit der Neuordnung dann. Ja, absolut. Wenn wir jetzt auf unser Motto gucken, Osttransformation und so auf die Frage blicken, was wurde eigentlich für ein Wissen generiert in der Wende- und Nachwendezeit, was für heutige Transformationsprozesse, also wo wir zum Beispiel aufs Klima gucken und wissen, wir müssen etwas ändern, ja, wo wir auf die Bundesrepublik Deutschland gucken und sagen, die, leider ist diese Gesellschaft eben durch Corona zum Beispiel durch neuen Rechtsruck eigentlich so gespalten vielleicht wie nie. Was ist das Wissen aus dieser Zeit, was du sozusagen, ja, was man heute nutzbar machen könnte? Was hast du in dieser Zeit erfahren, wo du sagst, ja, das hilft dir eigentlich mit den Veränderungen in dieser auch durchaus turbulenten Zeit, in der wir jetzt stecken, anders und besser umzugehen? Das sind unterschiedliche Fragen, die du mir gestellt hast. Das eine ist ja eine persönliche Frage, die ich quasi so gehört habe, was ich da so rausnehme. Da würde ich jetzt quasi als letztes drauf eingehen. Kurz zum ersten. Ich würde halt sagen, dass es kein Problem ist, was irgendwie hier in Deutschland stattfindet. Also, ne, also gerade wenn wir über die Klimakrise reden oder auch über alle anderen Krisen, die es irgendwie gibt, ist es halt einfach mittlerweile ein weltweites Problem. Und es gibt ja quasi Theorien zum Kapitalismus. Ja, also wie wird der enden? Ich glaube, eine davon ist irgendwie, er wird sich einfach so weiter und weiter vermehren oder er wird sich selber irgendwie quasi zerstören durch irgendwie diesen Übermaß. Und
ich bin da jetzt überhaupt gar keine Theoretikerin drin. Ich kann das schlecht sozusagen beurteilen, aber ich habe immer so das Gefühl, man denkt immer, es geht irgendwie eigentlich nicht mehr, oder man müsste jetzt eigentlich irgendwie denken, so, jetzt kommt mal quasi irgendein Wandel. Ja, also da erinnere ich quasi so an den Anfang der Corona-Pandemie, wo es ja tatsächlich nochmal so Stimmen gab, zu sagen so, hey, das ist jetzt die Chance, wir können jetzt irgendwie eine solidarische Gemeinschaft hat irgendwie, wir können sozusagen irgendwie das nutzen für uns und schauen. Und da gab es ja auch gute Ideen, ne? Ich erinnere halt irgendwie an diese Nachbarschaftshilfen, also Leute haben sich selber organisiert, das ist so ein bisschen das von am Anfang, ne, dieser kollektive Gedanke irgendwie, man wohnt nicht nur einfach mehr in diesem Haus und irgendwie weiß gar nicht, wer da ist, sondern man klopft halt auch mal und fragt, hey, brauchst du was? Und das fand ich irgendwie ganz schön, die Ideen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so auch bei mir selber. Ich war in diesen ganzen Gruppen und die sind jetzt bei mir im Chat, im Telegram-Chat alle irgendwie auf Archiv. Da gibt es jetzt 1000 Nachrichten, die ich noch gar nicht gelesen habe. Weil irgendwann hat sich's halt verloren und irgendwann ist einfach deutlich geworden, dass es irgendwie weiter, genauso weitergeht wie bisher. Ja, also ich hatte ganz große Hoffnungen einfach auch in diese Streiks, irgendwie in der Pflege und irgendwie im Gesundheitssystem oder auch für uns irgendwie in der sozialen Arbeit, die ja wirklich immer ganz hinten dran hängt, weil wir ja gar keine Lobby haben. Das interessiert ja wirklich niemanden, ob da jetzt irgendwie jemand in der stationären Jugendhilfe streikt oder so. Wen betrifft es denn, außer jetzt vielleicht die Familie oder also genau. Und da gibt es natürlich irgendwie kleine Teilerfolge, aber so dieser ganz große, diese Erwartung oder diese kurze Euphorie, die es gab, die ist ja irgendwie nicht eingetreten. Und das finde ich tatsächlich irgendwie, also da müssen, glaube ich, hier andere Leute sitzen, die einfach sich damit beschäftigen und die auch irgendwie was dazu sagen können, weil das auch deren Metier ist. Ne? Das ist so, nur so ganz grob quasi würde ich sagen, ja, das ist... das ist quasi nichts, wo ich irgendwie sagen würde, das ist nur ein Problem in Deutschland. Da gibt es sozusagen auch in anderen Ländern die Themen. Und vor allen Dingen liegt es natürlich auch daran, auch die Verteilung, ja, also das, was ja auch in den letzten Jahren immer wieder irgendwie deutlich geworden ist, ist einfach auch die Verteilung auf der Welt ist natürlich eine ungerechte. Und deswegen haben wir hier natürlich manchmal auch aus ne, so einer Sichtweise von ich lebe hier eine sehr privilegierte Haltung und irgendwie vielleicht auch eine sehr eingeschränkte Sicht manchmal, weil es natürlich irgendwie so, wie wir halt mit Sachen umgehen oder wie wir halt irgendwie Themen bearbeiten, halt dann irgendwie andere Länder und andere Regionen gibt, die einfach irgendwie ganz andere Themen haben. Genau. Und die zweite Frage, um da nochmal drauf zurückzukommen, also die persönliche ist, es ist interessant, dass ich tatsächlich diese Verbindung auch geknüpft hatte, dass ich im letzten Jahr irgendwann habe ich halt auch gedacht, irgendwie, es ist super anstrengend. Und es ist irgendwie eine unsichere Situation auf so ganz vielen Ebenen. Also es war ja auch irgendwie in meinem Job ganz, wir haben einfach unter total irren Arbeitsbedingungen halt gearbeitet. Ne? Ich hatte irgendwie ein schulpflichtiges Kind. Es war irgendwie eine sehr strange Situation. Und trotzdem habe ich mich irgendwie gewundert über mich selber, dass es mich so wenig runtergezogen hat. Also, dass ich so wenig irgendwie das Gefühl hatte, also und das merke ich halt auch immer noch, auch im Vergleich zu auch Freundinnen oder Bekannten, so, ne, die einfach auch sehr mittlerweile darunter leiden und natürlich auch einfach andere Lebenssituationen haben. Aber ich habe gemerkt, irgendwie habe ich eine andere Strategie, damit umzugehen. Und ich glaube, ich habe diese Verbindung schon dazu gezogen, dass ich dachte, das ist schon vielleicht auch sowas, was man als Kind so mitgekriegt hat von diesen Eltern, die quasi diese Sorgen hatten und wo es eben diese Umbrüche gab. Und vielleicht ist das einfach was, was man so übernommen hat und nochmal so eine andere Haltung drauf. Das ist eine sehr persönliche Einschätzung natürlich, weil ich würde das niemals pauschalisieren, aber ich würde sagen, ich habe diese Verbindung auch gezogen
Und das wäre so für mich persönlich eine Erklärung davon. Die muss nicht für andere stimmen. Also das kann ja, ich ja auch gar nicht. Ich meine, das ist natürlich eine gute Perspektive, dass im Prinzip die Menschen in Ostdeutschland es schon mal erlebt haben, wie sich etwas neu sortiert. Ja, wie sich etwas verändert und sie wissen vielleicht, okay, es braucht Zeit, es wird sich schon verändern, aber genau das ist vielleicht auch die Angst vieler Menschen. Ja, deswegen habe ich es gerade nochmal bewusst gesagt, das ist irgendwie schon eine sehr persönliche Haltung, ja. weil ich merke halt, wenn du sagst, die Menschen in Ostdeutschland, also ne, gucken wir uns mal an, wie die Situation gerade ist und da würde ich sagen, so ich glaube... Genau, das ist so eine Perspektive, die wir jetzt aufmachen, also sozusagen die, so eine gewisse Krisenruhe zu sagen, also wir haben eine Verantwortung in dieser Krise und wir müssen auch mit neu ordnen, aber genau sozusagen der andere Flügel, der mit neu ordnen möchte und im Prinzip Montag dann irgendwie gegen irgendwelche Maßnahmen spazieren geht und denkt, wir müssen ja so Stimme erheben, dass uns nicht wieder irgendjemand Fremdes vielleicht also da neu ordnet oder so. Ich glaube, also beide Erfahrungen gibt es da und beide existieren parallel. So. Ja. Beide sind irgendwie auch überliefert und was ich auch nochmal eine ganz spannende Perspektive finde auf die Osttransformation, dass im Prinzip 89, 90 sich irgendwie zwei Teile Deutschlands losgerissen haben, also zumindest Ostdeutschland dann auch von der Großmacht der Sowjetunion losgerissen hat und dass da eben das Deutschland zusammengewachsen ist und dass wir hier jetzt aber von einer großen, also vor großen globalen Krisen stehen. Und dass es einfach eine Differenz ist, auch sozusagen zu der Krisenerfahrung, die vielleicht einige Menschen hier in Ostdeutschland in der Zeit der Wende und Wiedervereinigung gemacht haben. Ja, ich wiederhole mich da, dass ich glaube, ich bin nicht die richtige Person, die diese gesellschaftlichen Analysen jetzt quasi vertreten kann, weil ich glaube, dass es sehr komplex ist und ich glaube auch, dass es einfach jetzt mal, das ist jetzt sozusagen so mein persönliches Empfinden nochmal da drin, also ne, grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach aus auch der Erfahrung meiner Arbeit so, dass natürlich Menschen einfach einfache Antworten suchen. Und ich glaube einfach, dass es viele Menschen gibt, und das betrifft ja nicht nur Ostdeutschland, die diese einfachen Antworten haben. Und ich denke, so, dass, da gibt es quasi viele Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen. Ich würde sagen, das ist auch ein sehr, vielleicht menschlicher Faktor. So, ne? Ich weiß nicht, wie das, ob du da Erfahrungen hast, wie es ist, wenn du irgendwie, wenn es dir schlecht geht oder so, oder also, ne, also du willst es nicht komplex oder so, du willst eigentlich, ja, weißt ja. du? Man will eine greifbare Lösung haben. Ja. Vielleicht eine Abschlussfrage. Kommen wir nochmal zurück zum Schwein, wo du angedeutet hattest, sozusagen, ja, Mensch, in diesen Jahren, also Schule, irgendwie, ich wollte nicht da den Schweinaufkleber haben, heute finde ich es irgendwie lustig, aber das hat viel mit meiner Berufswahl heute zu tun. Du bist heute Sozialarbeiterin bei einem Träger Independent Living in Berlin, bist Familienhelferin, kennst die verschiedensten Familiensituationen und damit auch die verschiedensten Krisensituationen. Wie blickst du denn als aus deiner Perspektive als Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin jetzt zurück auf diese Zeit der Wende und Wiedervereinigung und der großen Transformation? Das ist die kurze Abschlussfrage, ne? Oder die lange? Ja, ich würde sagen, ich habe danach keine Frage mehr. Also vielleicht kannst du die beantworten. Also ich muss sagen, dass persönlich für mich diese Verknüpfung von Pädagogik und Ostdeutschland ein sehr schwieriges Thema ist. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mir auch geschworen habe, dass ich nie wieder in Ostdeutschland leben werde. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass entspricht nicht mehr meiner Persönlichkeit oder ich habe das Gefühl, diese doch sehr, ja, vielleicht ist das auch irgendwie was, was man gar nicht, ne, vielleicht ist auch die Leute, die sonst in Berlin wohnen und irgendwie aus so einem Kaff in Westdeutschland kommen, haben wahrscheinlich ähnliche
ähnliche Motivation gehabt, irgendwie zu sagen, ich gehe halt nach Berlin und ich gehe dann nicht wieder zurück. Was aber tatsächlich diese Verknüpfung ist, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass einfach für mich noch super viel von dieser DDR-Pädagogik und auch schwarzer Pädagogik, das ist ja quasi auch so eine Geschichte, die sich im Prinzip nach hinten ganz, ganz weit ausweitet, dass die ist mir da noch zu doll vertreten. Und ich habe dann ja 99 quasi meinen Sohn bekommen und ich wollte einfach nicht, dass der diese Erfahrung macht. Ich wollte nicht, dass der das Schwein kriegt oder dass der aus dem Kindergarten abhaut, weil er irgendwie ein Lorbeerblatt essen muss oder ne, dass der irgendwie da ausgelacht wird, während der schläft und so. Und es ist interessanterweise so, dass ich dann natürlich irgendwie also meine berufliche Laufbahn in Göttingen angefangen habe und dann nach Berlin gezogen bin und auf einmal wieder damit konfrontiert wurde, weil natürlich irgendwie in Berlin, wenn du dann irgendwie in Hellersdorf arbeitest, dann hast du da halt irgendwie das Ostdeutschland und dann hast du da auch die Kolleginnen, die da seit 40 Jahren halt schon arbeiten und die auch schon in der DDR da gearbeitet haben. Und da merke ich einfach, mir fehlt ganz oft da drin einfach ein Menschenbild und eine Haltung, die so offen und erstmal sehr unwertend ist. Und das ist, glaube ich, schon, also deswegen habe ich so quasi auch diese Verknüpfung damit in meinem Job, dass ich da sehr empfindlich drauf reagiere und da auch quasi schon merke, dass ich das nicht akzeptieren möchte, in den Bereichen, in denen ich das irgendwie damit zu tun habe. Ich suche mir das aber auch nicht. Ja, es gibt eben Dinge, die haben sich zum Teil in einer großen Art und Weise verändert, wie sie auch wie sie deine Biografie einfach zeigen. Es gibt tatsächlich aber Dinge, die haben sich noch immer nicht verändert, zum Beispiel die kleinen roten Tässchen. Ja, diese Kita. Plastetassen. Ja. Aber Sandra, damit glaube, haben wir eine ganz große biografische Reise unternommen, die sehr, sehr viel nochmal von dem jetzt in eine Alltags- und Lebensgeschichte übersetzt hat, von den Sachen, die wir hier in den letzten Wochen oder Monaten besprochen haben. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst hier auf der Studiobühne des Kleist-Forums und wir freuen uns, Sie alle zu einer der nächsten Folgen wieder zu begrüßen. Und wir freuen uns auf Sie und danke dir. Danke, Hannes. Tschüss.